Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ganz besondere Sendung sozusagen. Mal einen Gast, den ihr vielleicht gar nicht erwartet bei mir, Oliver Janich. Wieso kommen Sie Oliver Janichs Einladung zu einem Interview nicht nach? Ernsthafte Antwort. Ich habe den schon mal privat getroffen. Der war dermaßen aggressiv, ich glaube auf irgendwelche Substanzen. Ich möchte mit so jemandem nicht mal am Tisch sitzen, einfach persönlich. Mhm. Wie wir drauf reinfahren, sind einfach nur, haben Sie das Hirn weggekifft. Ich habe empirische Forschung studiert und ich habe Markt- und Werbepsychologie studiert. Das heißt, ich habe studiert, wie man Wissen, Thesen wissenschaftlich überprüft, also Wissenschaftstheorie und Propaganda. Natürlich im Rahmen eines ökonomischen Studiums, aber die wissenschaftlichen Methoden, eine These zu überprüfen, sind in jedem Fach gleich. Ich muss eine falsifizierbare Hypothese aufstellen. Das heißt, ich bin der Experte überhaupt unter allen Journalisten. Ihr findet mal einen Journalisten, der Wissenschaftstheorie, Wirtschaft und Propaganda studiert hat. Also die drei Dinge, die man braucht. Ich meine, selbst wenn ich es nicht studiert hätte, könnte ich das alles. Aber ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Hallo zusammen. Ja, ich möchte heute über ein Thema berichten, über das ich geschockt bin. Für alle, die Oliver Janich nicht kennen, er hat selbst YouTube-Videos gemacht und sein Kanal wurde vor Jahren schon gelöscht. Man nennt ihn Verschwörungsideologen oder Verschwörungstheoretiker. Ich würde das jetzt so nicht über ihn sagen, weil ich würde sagen, er hat einfach seine Meinung. Ja, also ich möchte gar keine Menschen Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsideologen nennen, weil das ist für mich ein Schwachsinnsbegriff. Und ja, in erster Linie ist unsere größte Kraft, und das haben wir auch schon in der Vergangenheit öfters bewiesen, sind wir eine große Masse an Online-Kriegern, kann man ja so sagen. Und ich denke, es macht Sinn, das zu nutzen. Und ich habe mir in dem Fall den Hashtag nicht ausgedacht, ich stehe auch nicht auf diesen ganzen Quatsch, aber das bringt wirklich was, um im Internet Aufmerksamkeit zu erregen.